Hallo und willkommen zum Lesemonat August. Ihr habt es am Thumbnail vielleicht gesehen. Ich habe viele Bücher mit euch zu besprechen. Gelesene, Neuzugänge, ja, die gibt es diesen Monat natürlich auch wieder. Und auch mein Currently Reading. Deshalb, ich würde sagen, wir legen los. Im August habe ich 4 Bücher gelesen. Ich bin also wieder bei meinem normalen Schnitt. Ich bin sehr begeistert und freue mich, dass es 4 Bücher geworden sind. Und es waren 1690 Seiten. Der Juli war ja eine Katastrophe mit nur einem Buch. Der August war sehr viel besser mit 4 Büchern und ich hoffe, mal schauen, das geht jetzt so im Laufe des Jahres weiter, dass ich wenigstens so 3-4 Bücher im Monat schaffe, das wäre richtig gut. Mein Sub liegt aktuell, schön, dass ich mir das nicht aufgeschrieben habe, aber ich glaube bei 96, ja, 96, die Goodreads App ist immer dabei. Und ja, ziemlich stabil auf Mitte 90 Bücher. Naja, wir kommen nachher zu den Neuzugängen. Das erste Buch, was ich ziemlich am Anfang vom August beendet habe, das haben wir den kompletten Juli auch gelesen, ich glaube, das hatte ich im letzten Video auch erwähnt, ist Harry Potter and the Half-Blood Prince. Der vorletzte, der 6. Band der grandiosen Fantasy-Reihe. Ich glaube, jeder kennt sie. Es geht um den Zauberschüler Harry Potter und seine Abenteuer. Und ich habe das als Reread gelesen, wieder in meiner fantastischen Runde mit Carly und Ruth. Und ja, was soll ich dazu sagen? Es hat auch im Reread nach 15 Jahren 5 Sterne bekommen. Mittlerweile sind es wahrscheinlich 16 oder 17 Jahre her. Also alles, was in den Filmen nicht vorkommt, ist komplett aus meinem Gedächtnis entschwunden. Und von daher macht es richtig viel Spaß, das zu rereaden, weil ich ganz vieles neu entdecke und auch Charaktere anders wahrnehme. Zum Beispiel Ginny finde ich so viel besser als in den Filmen, weil sie in den Filmen viel zu wenig Raum bekommt. Das nur mal so am Rande. Grandioses Buch, ich glaube, dazu muss man nichts sagen. Ich liebe diese wunderschönen Ausgaben, diese englischen Hardcover-Ausgaben. Die haben innen noch diesen schönen Sternenhimmel. Jedes Buch hat eine andere Farbe und ja, richtig, richtig schön. Hat riesig viel Spaß gemacht. Wir werden auf jeden Fall, ja, mal schauen. Im Winter, Anfang nächsten Jahres, könnte ich mir gut vorstellen, den letzten Band dann zusammen rereaden. Wir lesen ja auch in diesem magischen Trio Nevermore. Da kommt nächstes Jahr auch der 4. Band. Also wir drei bleiben gemeinsam ja, in der Jugend-Fantasy-Reihe. Und da freue ich mich riesig drauf. Zu Leserunden sage ich später nochmal was. Ja, richtig gut. Harry Potter halt. Dann habe ich ein Buch gelesen, von dem ich euch nicht berichten kann. Das heißt, eins von diesen 4 gelesenen Büchern, da kann ich nichts zu sagen. Denn es geht weiterhin sehr, sehr gut weiter mit dem Mystery-Buch-Projekt, nenne ich das ja, oder 6 Books in 12 Months. Also wir haben so eine schöne Leserunde mit Maike und Anja von den Bookfriends, die sind dabei, aber auch noch Zuschauerinnen. Ja, wir schicken uns Bücher hin und her und wir wissen nicht, was da kommt. Und ich habe das schon mal erklärt, es wird am Ende des Jahres ein Video dazu geben. Ich habe wenig Lust, das jedes Mal wieder zu erklären, aber ich glaube, ich mache es trotzdem in den Lesemonaten. Auf jeden Fall ist ein Buch bei mir angekommen, was ich innerhalb von 2 Monaten lesen musste. Ich wusste nicht, was für ein Buch das ist, aber ich kann jetzt auch nicht drüber sprechen, weil die anderen, ja, das noch nicht sehen sollen. Und wir schreiben ja Notizbücher und naja, jedenfalls habe ich da ein Buch gelesen. Es war ein relativ dünnes Buch. Ich kann euch nicht sagen, ob es mir gefallen hat oder nicht. Das seht ihr irgendwann am Jahresende, wenn ich dann noch 2 weitere Bücher gelesen habe. Ja, und dann ist das Projekt vorbei, das Jahresprojekt. Ja. Dann habe ich ein Buch gehört und zwar muss ich das natürlich einblenden hier, den 4. Band, ist es der 4. Band? Ja, ich bin mir ziemlich sicher, ich habe den 5. nämlich heute mir runtergeladen bei Audible, ein Hörbuch von Donna Douglas, die Nightingales. Ja, ich bin ja auch riesiger Fan der Nightingales geworden, dank Maike, Carly hat es auch gelesen. Anja ist total hooked, die hat mich schon vollkommen überrannt, ich weiß gar nicht, die ist schon gefühlt durch mit der Reihe. Aber ich höre das als Hörbuch, also ich höre immer ein anderes Hörbuch und dann höre ich einen weiteren Band der Nightingales. Und was ich aktuell höre, da kommen wir gleich beim Currently Reading zu. Aber die Nightingale-Schwestern, Der Traum vom Glück, das war der 4. Band. Ja, auch dazu kann ich eigentlich gar nicht viel sagen. Die Buchcover sind furchtbar hässlich. Ich mag Menschen nicht auf Covern, tatsächlich. Ich habe mal überlegt, Ruth hat letztens so ein cooles Video gemacht, wo sie verschiedene Buchcover aus den verschiedenen Ländern vergleicht zum gleichen Buch. Und auch da ist mir wieder bewusst geworden, echte Menschen auf Buchcovern, nee, das ist einfach nicht meins. Man kann so viele tolle Sachen gestalten, ob es dann jetzt gezeichnet ist oder grafisch dargestellt oder ich weiß nicht was. Es gibt so viele Möglichkeiten, aber die Cover sind nicht schön, dafür ist der Inhalt umso schöner. Und ich habe diesem Band auch 5 Sterne gegeben. Ich glaube, den ersten beiden Bänden habe ich 4 Sterne gegeben. Ich fand sie auch grandios gut, aber ich wollte so ein bisschen abwarten,
falls da noch bessere Bände kommen. Und der dritte, der hat 5 Sterne bekommen und der vierte hat jetzt auch 5 Sterne bekommen. Wir laufen auf den Zweiten Weltkrieg zu. Es sind wieder die gleichen Charaktere, aber bei dieser Reihe kommen pro Buch immer, also andere sind im Fokus, andere Charaktere. Und es kommen aber auch mal neue ProtagonistInnen dazu. Und das ist so, ja, es ist wie eine hochkarätige Seifenoper, die aber wirklich sehr ernste und gute Themen behandelt. Und trotzdem ist es auch witzig zwischendurch. Es ist wirklich, es klingt total merkwürdig, aber wie nach Hause kommen, wenn man diese Reihe oder einen neuen Band anfängt. Deswegen freue ich mich schon riesig auf den 5. Band, weiter über das Nightingale Hospital zu hören. Und ich denke mal, da geht es dann auch stark in den 2. Weltkrieg, könnte ich mir vorstellen. Vielleicht auch dann erst im 6. Band. Ich glaube, es gibt 7, 8 Bände. Ich bin aber der Meinung, dass der 5. Band was mit Weihnachten zu tun hat. Also zumindest der englische Titel ist sehr weihnachtlich, der deutsche nicht. Aber ja, also ich kann euch zum 4. nicht so viel sagen, weil auch es rote Fäden gibt, gerade bezüglich der Entwicklung der Charaktere. Und das macht so viel Spaß. Es ist, ja, ich kann dabei abschalten, ich höre da super gerne zu. Ich kenne die Mädels jetzt alle schon und die Frauen. Also es war richtig, richtig toll. Hat mir richtig viel Spaß gemacht. Und bei dem Cover, muss ich noch dazu sagen, hatte ich Sorge, dass die da Babys bekommen. Nein, zum Teil arbeiten sie auf der Kinderstation und das war sehr schön zu lesen. Also ja, sie bekommen keine eigenen Kinder und da war ich sehr froh drüber. Ich hatte keine Lust, ein Buch zu lesen mit, ja, mit dieser Thematik. ja, war sehr, sehr gut. Wie gesagt, 5 Sterne. Ja, und dann kommen wir zum Flop und der Enttäuschung des Jahres. Also einer der Flops des Jahres. Ich hatte schon andere 2-Sterne-Bücher dieses Jahr, aber hier war ich sehr enttäuscht. Und ich kann es euch physisch nicht zeigen. Ich muss auch dieses Buch einblenden, denn es ist schon wieder ausgezogen. Es war ein Rezensionsexemplar, also vielen Dank dafür, aber ich habe es schon weitergegeben. Ja, es ist das neueste Buch von Simon Beckett, und zwar Die Verlorenen. Da gibt es einen neuen Ermittler. Wir kennen ja, oder die meisten werden Simon Beckett aus der David Hunter-Reihe kennen, und auch ich liebe diese Reihe sehr. Das geht ja um den Anthropologen, der sich eigentlich zur, oder Gerichtsmediziner, der sich zur Ruhe gesetzt hat, in Anführungszeichen, mit diesem Job. Im ersten Band ist er ein Hausarzt auf so einem kleinen englischen Dorf und da wird eine Leiche gefunden und dann ist er in den Ermittlungen drin. Und in jedem Band geht es um eine andere Ermittlung und es gibt auch einen roten Faden. Und ich finde die Reihe großartig. Angeblich ist sie noch nicht zu Ende erzählt. Ich dachte eigentlich, mit dem letzten Band wäre es beendet, weil ein hauptroter Faden sehr gut für mich beendet wurde. Aber mal schauen. Ja, Simon Beckett hat eben mit Die Verlorenen einen neuen Charakter erschaffen, eine neue, in Anführungszeichen, Welt, Ermittlerwelt, aber das war nicht meins. Wir haben das im Eugen Read Buchclub zusammen gelesen und wir waren alle der Meinung, dass es eine Enttäuschung war. Und ich habe in meiner Goodreads-Bewertung so ein bisschen sätzeweise den Klappentext übernommen und dazu geschrieben, was ich dazu sage. Und das möchte ich hier, glaube ich, auch noch machen, weil ich fand das ziemlich witzig und eine coole Idee. Also, auf dem Klappentext steht: Als Jonah das Blut roch, war ihm klar, dass er in Schwierigkeiten steckte. Definitiv schon mal ein spannender Start für einen Thriller. Also man wird wirklich, und das ist so, am Anfang direkt in diese Geschichte geworfen. Also dieser, ja, dass Jonah da in diesem Verschlag ist und eben Blut riecht, dass es Tote gibt und so weiter. Das ist gleich am Anfang, da geht's richtig los, das war richtig, richtig gut. Jonah Colley ist Mitglied einer bewaffneten Spezialeinheit der Londoner Polizei. Und da kommt schon mal mein erster Kritikpunkt. Dies merkt man nicht. Er könnte auch Streifenpolizist kurz vor der Rente sein, so wie er sich mit seinem Job identifiziert, also gar nicht irgendwie. Also, man hat ihm überhaupt nicht angemerkt, dass er ein guter Polizist ist. Ich hatte teilweise nicht mehr das Gefühl, dass er überhaupt Polizist ist, weil er von einem Schlamassel ins nächste tappt. Und unser Problem oder mein großes Problem war auch, dass er so gut wie nie eigeninitiativ handelt. Also während dieser ganzen Thematik, er ist auch persönlich involviert und er wird verdächtigt. Er agiert selber super, super selten aktiv und das hat einfach überhaupt keinen Spaß gemacht, das zu lesen, wie er von Situation zu Situation stolpert. Und stolpern ist auch im übertragenen Sinne gemeint und wortwörtlich. Er ist wirklich relativ schusselig, aber nicht so auf die sympathische Art und Weise. Und man hat auch nicht das Gefühl, dass er wirklich ein super guter Polizist ist und dass das hilfreich ist. Also wir waren uns irgendwie dann auch eigentlich bei der Meinung, dass er auch jeden anderen Beruf hätte haben können.
Und diese Geschichte hätte trotzdem auf die Art funktioniert, wie sie funktioniert hat. Also das war sehr, sehr enttäuschend. Seit sein Sohn Theo vor 10 Jahren spurlos verschwand, liegt sein Leben in Scherben. Das ist auch ein Punkt, ja, es ist ein Beginn einer Reihe. Aber diese Thematik, die wir am Anfang erfahren, die wir auch immer durch Rückblenden in die Vergangenheit erfahren, dass ihm sein Sohn verschwunden ist, was das für ihn bedeutet hat, was das für seine Ehe bedeutet hat und so weiter, das ist ein großer Part und das macht ja auch den Charakter aus. Aber das wird nicht wirklich geklärt und das, was zu diesem Fall geklärt wird, ist ziemlich hanebüchen, muss ich sagen. Also ja, ich hatte wirklich Fitzek-Vibes, also bei der Thematik mit den Kindern und auch manche Kapitel, wie rasant das so erzählt war. Es war schon spannend, das zu lesen, aber ich bin ab der Hälfte, 2/3 des Buches eigentlich nur noch an dem Ende interessiert gewesen und nicht interessiert gewesen, weil ich den Charakter toll finde oder weil ich die Geschichte so wahnsinnig innovativ, spannend fand. Also das war wirklich eine Enttäuschung. Je öfter ich drüber nachdenke, desto enttäuschter bin ich eigentlich. Also Simon Beckett lässt sich hier wirklich sehr, sehr, sehr viel Freiraum für weitere Bände, ohne mich dann allerdings. Damals brach auch der Kontakt zu seinem besten Freund Gavin ab. Nun meldet Gavin sich überraschend und bittet um ein Treffen. Doch in dem verlassenen Lagerhaus findet Jonah nur seine Leiche, daneben 3 weitere Tote. Fest in Plastikplane eingewickelt sehen sie aus wie Kokons. Eines der Opfer ist noch am Leben und für Jonah beginnt ein Albtraum. Und ich habe geschrieben, nicht nur für Jonah beginnt der Albtraum, sondern auch für den Leser. Ist vielleicht ein bisschen überspitzt, aber ja, es hat einfach keinen Spaß gemacht. Also es hat Spaß gemacht, das in einem Buddy-Read zu lesen, mit den Mädels, sich auszutauschen. Ich wollte wissen, wie es weitergeht, aber auch handwerklich habe ich teilweise Simon Beckett nicht erkannt, muss ich sagen. Hier werden Klischees geöffnet, es gibt Bösewicht-Monologe, wo ich mir wirklich denke, das ist, also in jedem schlechten Film, ja, sehe ich drüber hinweg. Aber nicht, wenn Simon Beckett eine neue Reihe startet und ein neues Buch schreibt. Da erwarte ich mehr. Also wirklich sehr unterwältigend und ich werde die Reihe auf keinen Fall weiterlesen. Ja, ich bin tatsächlich froh, dass es ein Rezensionsexemplar war und ich dafür nichts bezahlen musste. Vielen Dank dafür. Es tut mir leid, dass die Rezension so schlecht ausfällt, aber ich lüge nicht, nur weil das Buch gratis war. Es war einfach eine Enttäuschung und ich habe es eben weitergegeben und ich bin gespannt, ob die Person das besser findet. Klar, das Buch hat man ziemlich schnell weiter verschenkt, weil viele heiß auf den neuen Beckett sind, aber für mich eine Enttäuschung. Es würde mich wahnsinnig interessieren, ob ihr den schon gelesen habt und ob ihr meiner Meinung zustimmt, ob ihr auch so enttäuscht wart. Das würde mich sehr interessieren. Ich habe auch schon viele negative Stimmen tatsächlich gehört und gelesen im Nachgang. Ich habe vorher nicht so viel Rezensionen mir angeschaut, weil ich eigentlich unvoreingenommen rangehen wollte. Ich habe aber so eine Stimmung schon gehört, dass es eher so ein bisschen ins Negative kippt. Kann ich vollkommen verstehen. Ja, sorry Simon Beckett, das war nix. Aber das waren die 4 Bücher. Also eins, da konnte ich ja nichts zu sagen. Harry Potter ist Harry Potter, Nightingales. Dafür haben wir etwas ausführlicher oder ich über den neuen Simon Beckett gerantet. Also alles in allem 2 5-Sterne-Bücher, was mir aber fast schon klar war, wobei bei den Nightingales hätten auch 4 Sterne rauskommen können, aber ich war mir ziemlich sicher, dass es nicht schlecht wird. Das Mystery-Buch, da kann ich nichts zu sagen. Und der Simon Beckett war halt nur ein 2-Sterne-Buch. Kommen wir zu den Neuzugängen. Ja, dazu muss ich sagen, es kommt ja dann noch ein Lesemonat September. In dieser Zeit bin ich ziemlich eine ganze Zeit, fast die Hälfte, also mehr als die Hälfte im Urlaub. Da werde ich sehr wahrscheinlich keine Bücher kaufen, was gut ist. Und im Oktober habe ich mir ein Kaufverbot auferlegt mit meinem Freund und mit Freunden, dass wir den kompletten Oktober keinen Schissel kaufen. Also nichts. Nichts, was wir nicht wirklich brauchen, wie Lebensmittel und naja, wenn das Klopapier alle ist, dann kaufen wir das natürlich. Aber für mich bedeutet das keine Bücher, kein Gedöns und Sachen vielleicht erstmal auf die Wunschliste packen, anstatt sie sofort zu kaufen. Kein Essen bestellen, sondern mehr selber kochen. Also wir gehen essen mit Freunden. Das soziale Leben soll im Oktober jetzt nicht drunter leiden. Ich mache auch noch einen Urlaub im Oktober. Aber wir wollen nicht konsumieren. Das heißt eben für mich im Oktober keine Neuzugänge. Keine Neuzugänge und im September vielleicht auch nicht so viel. Das soll vielleicht jetzt schon mal so ein bisschen vorgreifen und erklären, verargumentieren, warum es ein paar mehr Neuzugänge geworden sind. Bevor ich dann zum Currently Reading komme. Mein erster Neuzugang, das war mein Quartalskauf für die Büchergilde. Den musste ich ja tätigen. Tragisches Schicksal, aber ich bin ja Mitglied bei der Büchergilde. Wenn ihr mehr dazu erfahren wollt, ich habe mal ein Video dazu gemacht, was die Büchergilde ist, wie das funktioniert und so weiter. Schaut da sehr gerne vorbei.
Ihr hört vielleicht bei anderen Booktubern über die Büchergilde auch. Ich mag das sehr, sehr gerne. Und ich habe zwei neue Bücher. Eins davon habe ich aber gekauft. Und zwar hatte ich einen Newsletter bekommen. Ich hatte erst ein anderes Buch auf der Wishlist, wo ich dachte, das werde ich mir zulegen. Und dann kam ein Newsletter und ein anderes Buch, was ich auch auf der Wunschliste hatte, war super gut reduziert und hat nur, ich glaube, 10,70 Euro habe ich bezahlt dafür. Was wirklich sehr günstig ist, weil die Büchergilde hat besondere Ausgaben. Das sind eigentlich immer Hardcover und schon höherpreisig. Und ich freue mich riesig, dass ich dieses Buch hier habe. Ich weiß, dass Maike von den Bookfriends auch sehr davon schwärmt. Und es ist kein so dickes Buch. Es hat so eine kleine Kante hier. Ich weiß nicht, ob es deswegen reduziert war, aber die ist wirklich minimal. Mich stört sie nicht. Die ist am Buchrücken und jetzt seht ihr es schon. Es ist so, so schön. Also die Schrift ist so metallisch. Ich würde sagen fast ja, Gold, Roségold, sagt man so schön, von Isabelle Autissier. Herz auf Eis, die Büchergilde Gutenberg-Ausgabe. Und wie schön ist die bitte? Finde ich sehr viel schöner als das Original hier hinten. Also man kann das, wenn es ganz aufklappt, hat man hier eine richtige Szenerie. Und es geht um Luise und Ludovic. Oder Ludovic. Erfüllen sich den Traum einer Weltumsegelung. Reisende, schon mal sehr gut, spricht mich natürlich sofort an. Und dann auch noch auf dem Meer, großartig. Doch als die beiden auf einer unbewohnten Insel stranden, wird aus dem Abenteuer ein Kampf ums Überleben. Ihre Liebe und ihre Menschlichkeit. Ich bin gespannt. Ich bin wirklich sehr gespannt. Es soll so gut sein und auch das sieht so aus, als könnte man es relativ schnell weglesen. Klingt auch sehr nach einem schönen Winterbuch. Aber, oder, naja, sommerlich vielleicht nicht. Die Szenerie sieht halt eher kalt aus. Ich weiß nicht, ob sie in warmen oder kalten Gefilden unterwegs sind. Ich möchte auch gar nicht. Hier drin ist ein ausführlicherer Klappentext, den möchte ich mir gar nicht durchlesen. Es hat ein Lesebändchen. Also die Büchergilde-Ausgaben sind immer richtig, richtig schön. Mag ich. Mag ich wirklich sehr gerne. Und das war mein Quartalskauf, über den ich mich sehr gefreut habe. Ich habe jetzt mittlerweile so viele grandiose Bücher auf dem Sub, die ich schnellstmöglich lesen möchte. Dazu kommt auch dann ein Entschluss dazu beim Currently Reading. Was muss ja noch ein bisschen Spannung aufbauen hier. Also so spannend ist es jetzt auch wieder nicht, aber alles zu seiner Zeit. Dann habe ich noch etwas Tolles gesehen, dass die Büchergilde ein Buch ins Programm aufgenommen hat, was ich richtig, richtig cool fand. Und hatte das auf Instagram gepostet und eben ja euch gezeigt, dass es dieses Buch dort gibt in einer wunderschönen Ausgabe. Und dann hat mich der wahnsinnig liebe Kontakt von der Büchergilde angeschrieben, ob ich das gerne als Rezensionsexemplar haben möchte. Ich kann so schlecht Nein sagen zu Rezensionsexemplaren, die so sehr auf meiner Wunschliste sind, weil es ist sofort auf meiner Wunschliste gelandet. Und dann habe ich es zugeschickt bekommen und ich versuche es zeitnah zu lesen. Wie ich das machen will, noch zu später mehr. Und auch hier eine wunderschöne gebundene Ausgabe, passt optisch sehr, sehr gut zu dem anderen Buch. Und zwar ist es Arsène Lupin von Maurice Leblanc. Und wer die Netflix-Serie Lupin kennt, der kennt vielleicht auch dieses Buch, beziehungsweise diese Geschichten rund um den Gentleman-Gauner Arsène Lupin. Und in der Netflix-Serie geht es nicht um ihn direkt, sondern um ja, eine Geschichte, die in der Jetztzeit spielt. Auch ein Gentleman-Gauner, der inspiriert ist von diesem Buch von Arsène Lupin. Und es geht halt sehr, sehr viel um ihn. Und ein Polizist erkennt auch, dass, ja, dass die Coups, die er durchführt, sehr inspiriert eben von diesem, ja, von dieser Geschichte sind. So, ich weiß nicht, ob es der französische Sherlock Holmes ist. Könnte man vielleicht so in die Richtung vergleichen. Und ich finde die Ausgabe wunderschön mit diesem, ja, Diamanten und dieser gezeichneten Hand. Das ist auch wieder in Leinen gebunden. Hier hinten haben wir auch dann den Text. Arsène Lupin, der feinsinnige Gentleman, Gauner und Meister der Verkleidungskunst, brilliert im rasanten Schlagabtausch mit seinen Gegenspielern. Galant wickelt er seine Geschäfte ab, entwendet mit Leichtigkeit prächtige Diamanten, teuerste Gemälde und brisante Dokumente. Selbst sein Aufenthalt im berüchtigten Gefängnis von Paris hält Lupin nicht davon ab, seine diebischen Vorhaben in die Tat umzusetzen. Nur eines bringt den ausgewiesenen Kunstkenner aus der Fassung, die Liebe zu einer Frau. Ja, 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 die Netflix-Serie ist super. Wir sind immer noch am Anfang der Staffel 2, aber im Moment schauen wir fast kaum Fernsehen, sondern lesen, wenn überhaupt Zeit dafür ist.
Ja, und das richtig Tolle an dieser Ausgabe ist auch, dass sie illustriert ist. Und zwar von der fantastischen Annika Siems. Sie hat auch einen ganz tollen Instagram-Account. Richtig tolle Zeichnung. Und ich will euch mal eine zeigen, die vielleicht ganz aussagekräftig ist. Hier zum Beispiel haben wir so eine Café-Szene, wo vielleicht irgendwo da drauf Lupin zu sehen ist. Ja, richtig schön auch vom Stil her passt es wunderbar dazu. Und es sind mehrere Geschichten. Und das Lustige ist eben, dass also es sind 9 Geschichten und ja, das Lustige ist eben, dass in der Serie eben auch auf diese Kurzgeschichten, auf diese Fälle von Arsène Lupin Bezug genommen wird. Hier haben wir auch noch eine sehr schöne Szene. Da freue ich mich, das Buch dann mal zu entdecken und die Grundlage quasi der Serie und auch die Grundlage, ja, inhaltlich, also die Serie an sich ist ja inspiriert davon, aber in der Serie ist der Hauptcharakter inspiriert von diesem Buch. Ihr wisst, was ich meine. Also sowas, finde ich einfach cool. Richtig, richtig cool. Und freue mich. Vielen, vielen Dank für das wunderschöne Rezensionsexemplar. Schaut euch auf jeden Fall mal die Büchergilde an, wenn ihr auf besondere Bücher steht, auf wunderschöne Bücher und gerne ganz besondere Ausgaben bei euch im Regal haben möchtet. Und sie dann auch lesen möchtet. Dann habe ich ja die fantastischen Book Friends besucht. Endlich! Wir haben dieses Treffen schon so oft verschieben müssen aufgrund der aktuellen Lage. Aber es hat jetzt endlich geklappt mit einem Wochenende bei den lieben Book Friends, bei Anja und Maike. Und wir waren natürlich auch einen Tag oder ja an dem Tag, als ich angekommen bin, in Köln in der Meierschen. Ich wollte schon immer mal in die Meiersche und die ist wirklich toll. Also eine riesige Buchhandlung und ja, sehr schön alles drapiert und aufgestellt. Und wir haben da sehr, sehr lange verbracht. Wir wollten eigentlich nur mal gucken. Und wie es dann so immer kommt, ja, wir haben geshoppt, wir haben Bücher geshoppt. Und eigentlich wollte ich nur eins auf jeden Fall als Souvenir mitnehmen, was mich mit den beiden Mädels dann oder mit diesem Wochenende verbindet. Und letztendlich sind es 2 geworden, 2 Bücher von meiner Wunschliste, ja. Und zwar einmal Der Salzpfad von Raynor Wynne. Ich glaube, da gibt es jetzt schon ein zweites Buch, aber das ist ja absolut gehypt gewesen, bin ich der Meinung. Nicht so sehr bei BookTube, da habe ich das nicht so oft gesehen, aber ansonsten ist mir das ständig begegnet. Und es geht um eine wahre Geschichte über den Triumph der Hoffnung, über die Verzweiflung und den Sieg der Liebe über alles andere. Alles, was Raynor und Moth noch besitzen, passt in einen Rucksack. Mit einem kleinen Zelt machen sie sich auf den gesamten Southwest Coast Path, Englands bekannteste Küstenweg, zu wandern. Mit einem Mal ist sie zu Hause immer nur dort, wo sie gerade sind. Sie begegnen Vorurteilen und Ablehnung, doch zugleich entdecken sie das Glück ihrer Liebe und lernen, Kraft aus der Natur zu schöpfen. Allen Widrigkeiten zum Trotz öffnet ihr mehrmonatiger Trip die Tür zu einer neuen Zukunft. Es klingt so, so gut und es soll wirklich auch sprachlich richtig toll sein. Hier sind auch Bilder drin. So, von diesem Pfad und ja, das musste mit, weil ich das irgendwann mal gerne lesen möchte. Es ist mal wieder eins von diesen Reiseabenteuern, also eine reale Geschichte und ja, jetzt ist es bei mir und was ich hier unten mache, diesen furchtbaren Aufkleber ab. Warum muss man über den Barcode nochmal einen Barcode packen, wo genau das gleiche draufsteht? Ich verstehe es nicht. Ich verstehe es wirklich nicht. So, und bevor dieser Aufkleber sich noch mehr da dran pappt, ist er jetzt weg. Wunderschönes Cover übrigens. Ja, das inspirierendste Buch des Jahres. Das ist kein Aufkleber, das ist so drauf. Nun gut. Und das zweite Buch habe ich dann noch entdeckt als Taschenbuch. Und ich weiß, dass die Maike das unfassbar gut fand und immer wieder bei ihren Highlights nennt. Und es ist Celeste Ing, Kleine Feuer überall. Da geht's. Ich habe es gerade erst noch bei der Maike in dem Sommercamp-Video gesehen, wo es um ihre Highlights der letzten Jahre ging, dann war das auch dabei. Und es geht, glaube ich, um eine Familie, die in einen kleinen Ort zieht und da ist noch eine andere Familie, die nach außen ja, perfekt scheint, aber es gibt Geheimnisse. Das klingt jetzt irgendwie platter, als es wahrscheinlich ist, sonst wären nicht so viele Leute davon begeistert. Es brennt. Fassungslos steht Eleanor Richardson in Bademantel und den Tennisschuhen ihres Sohnes draußen auf dem Rasen und starrt in die Flammen. Bisher verlief ihr Leben in geordneten Bahnen. Ihr Mann ist Partner einer Anwaltskanzlei, sie selbst schreibt Kolumnen für die Lokalzeitung. Die 4 halbwüchsigen Kinder sind wohlgeraten. Bis auf das Jüngste. Und jetzt brennt es. Elenas scheinbar unanfechtbares Idyll, alles Asche und Rauch. Okay, da steht jetzt nichts von 2 Familien, aber ich glaube, die Maike hat das gesagt. Naja, ich werde irgendwann dazu greifen, es soll so, so gut sein, dass ich mich freue. Es ist tatsächlich ein Cover, was mich nicht angesprochen hätte im Laden. Ich finde es ziemlich langweilig,
Aber der Inhalt soll ja gut sein. Von daher, ich bin gespannt. Also auch ein Neuzugang, an dem Maike und Anja schuld sind. Also diese zwei Neuzugänge gehen auf euer Konto. Aber eins wollte ich auf jeden Fall kaufen. Und beide schon sehr, sehr lange auf der Wunschliste. Von daher, meine Bibliothek wächst und wächst. Und dann ist ein weiteres Rezensionsexemplar angekommen. Also ihr seht, ich habe in der nächsten Zeit ein bisschen was vor. Die Rache des Sub hängt mir auch immer im Nacken. Aber an diesem Buch konnte ich nicht vorbeigehen. Und weil ich weiß, ich werde es wirklich versuchen, sehr zeitnah zu lesen. Wahrscheinlich nicht im Buddy Read, weil es dieses Jahr keine Buddy Reads mehr geben wird. Dazu gleich später mehr. Aber es musste einfach mit der neue John Mars. Und er hat leider keinen farbigen Buchschnitt, was sehr schade ist. Und hier hinten sind, ja, sind jetzt alle drei Near Future Thriller. Ah, so nennt man dieses Genre. Near Future Thriller. Ja, das passt sehr gut. Also, ja, Thriller, die in einer nahen Zukunft spielen. Also, das könnte durchaus demnächst theoretisch passieren. The One mit Matthew Dean A., The Passengers und The Watchers. Und The One hatte dieses pinke, den pinken Buchschnitt. Passengers war ja so schwarz und hatte diesen blauen Buchschnitt. Das ist jetzt so silbern und ich hätte, ich weiß nicht welche Farbe, aber so einen grünen vielleicht, wie dieses Auge, hätte ich cool gefunden. Aber gibt's leider nicht. Schade eigentlich. Und hier ist noch Werbung drin. Ich lasse ich mal drin. Science Fiction aus China, okay. Und hier geht es um Folgendes. Sie kennen alle Geheimnisse. Im digitalen Zeitalter sind Informationen wertvoller als Gold. Doch Computer können gehackt und Files gestohlen werden. Nach einem massiven Cyberangriff nimmt die britische Regierung ihre Staatsgeheimnisse offline, wandelt sie in einen genetischen Code um und implantiert sie ausgewählten Zivilisten. Doch was niemand ahnt, jeder dieser Wächter verfolgt einen eigenen Plan und schon bald weiß niemand mehr, wem er eigentlich noch trauen kann. Ich kann mir darunter nicht so viel vorstellen. Es klingt sehr kryptisch, wie man Informationen in einen DNA-Code packen soll, den man dann jemandem einpflanzt. Aber ich weiß, John Mars kriegt es hin, mir das gut zu erklären, mir diese Welt, diese nahe Zukunft gut zu erklären. Ich erwarte auch, und ich glaube, das hatte ich auch schon mal gelesen, so kleine Easter Eggs zu Passengers und The One. Das ist bei Passengers ja schon gewesen, dass so ein bisschen und teilweise auch ein bisschen verstärkt auf The One bezogen wurde. Also ihr solltet es schon in der richtigen Reihenfolge lesen, auch wenn die Geschichten komplett unabhängig voneinander sind und auch die Charaktere nicht nochmal vorkommen. Bis jetzt, also glaube ich zumindest. Und ja, da ist er, unser John Mars, große Autorenentdeckung seit The One. Und ja, ich werde es nicht im John Mars Fanclub lesen. Das machen die Maike und die Steffi zu zweit im Buddy Read. Sibi und ich sind raus. Also nicht aus dem Club. Wir haben ihn ja quasi mitgegründet. Nein, nein, nicht aus dem Club, sondern aus dem Buddy Read. Die Sibi ist gerade sehr eingespannt beruflich und hat nicht so die Zeit für Leserunden. Und bei mir ist es ähnlich, dass ich wenig Zeit habe und zum Jahresende einfach oder jetzt die nächsten Monate sehr schlecht einschätzen kann, wie viel Zeit ich habe und ich werde weiterhin lesen und es wird auch Lesemonate und YouTube-Videos geben. Das ist mir wichtig, aber ich muss die Leserunden erstmal einstampfen. Das heißt, die aktuelle Leserunde, die ich noch habe, wird die letzte dieses Jahr und ich werde beim Eugen Read Buchclub auch jetzt erstmal nicht mitlesen, weil diese Leserunden bedeuten ja nicht nur, ja, alle zwei, drei Tage im Schnitt 100 Seiten zu lesen. Man möchte ja auch nicht die anderen aufhalten, sondern der Austausch und das ist wunderschön, das macht wahnsinnig viel Spaß, aber das kann ich zeitlich einfach jetzt nicht gewährleisten die nächsten Monate. Und ja, lese in meinem eigenen Tempo. Und ein bisschen freue ich mich auch, so freier lesen zu können, denn ich lese jetzt schon einige Monate nicht mehr so viel wie vorletztes Jahr. Und das ist auch überhaupt nicht schlimm, aber wenn man nur 3-4 Bücher oder sagen wir mal im Schnitt, wenn es ein guter Monat ist, 3 Bücher liest, eins davon oder zwei sogar eine Leserunde sind, dann kann man nicht frei lesen, dann hat man wirklich jeden Abend zu tun, zu lesen oder Austausch zu machen. Also an jedem Abend, wo man Zeit sich dafür nimmt. Und dann kommen wieder 2-3 Abende, wo man überhaupt keine Zeit dafür hat. Und dann ja, möchte ich mich nicht unter Druck setzen, möchte aber auch niemanden aufhalten. Deswegen erstmal dieses Jahr, außer ganz spontan, aber ich glaube eher nicht, keine Leserunden, weil ich mich auch ein bisschen mal aufs freie Lesen freue. Das klingt jetzt dramatischer, als es ist. Ich muss lernen, auch mal Nein zu sagen. Das fällt mir wirklich schwer, weil ich auch
Lust dazu habe, ja eigentlich, und es so viel Spaß macht, aber es stresst mich irgendwann. Und dann kippt es vielleicht, dass mir vielleicht das Lesen keinen Spaß mehr macht, und an diesem Punkt möchte ich auf keinen Fall kommen. Also das ist nicht der Fall und ich möchte da auch gar nicht hinkommen. Deshalb, ja, das war der letzte Neuzugang. Bin ich der Meinung, ich gucke nochmal auf meine Liste. Ja, das war der letzte von den 5 Neuzugängen. Currently reading. Kleiner Fun Fact. Ich habe ja das Pick My Sub mit Ramona gemacht. Bin ich auch kläglich gescheitert. Ich habe tatsächlich kein einziges Buch geschafft. Von den 4, die sie mir aufgeschrieben hat. Auch deshalb keine Leserunden, damit ich das auch mal lese. Ich habe gedacht, ich könnte vor diesem Videodreh noch dieses Buch hier beenden. Ich habe, ja, es sind noch ein paar Seiten, aber nicht mehr ganz so viel. Ich dachte, ich könnte das, bis mir dann heute Morgen auffiel, es ist der 1. September. Der August ist vorbei. Ich dachte, ich hätte noch einen Tag. Ihr seht, ich bin ein bisschen durcheinander. Aber gut, das ist mein Currently Reading an der Stelle und dann werde ich euch auf jeden Fall im Lesemonat August berichten, wie ich es fand, final. Denn es hängt jetzt wirklich noch am Ende. Hier geht es ja um Lockwood Manor, die stummen Wächter. Das bedeutet, stummen Wächter heißt es, weil es spielt zum Zeitpunkt des beginnenden Zweiten Weltkrieges, spielt in der Nähe von London. Und Lockwood Manor ist ein Anwesen, auf dem ausgestopfte Tiersammlung, könnte man sagen, und auch andere Exponate eines Museums hingebracht werden aus London, weil man da befürchtet, dass durch die Bombenangriffe das alles zerstört wird. Das heißt, es wird aufs Land gebracht, in dieses Anwesen. Hattie Cartwright ist die Kuratorin dieser Sammlung, Säugetiersammlung, und sie zieht dann eben mit auf dieses Anwesen. Und ja, es gibt Geheimnisse rund um den Besitzer und seine Tochter, die dort leben, und es sind schon ein paar Sachen passiert, aber es ist ein relativ ruhig erzähltes Buch, beziehungsweise es passiert nicht so extrem viel dafür, dass es schon ein paar Seiten hat. Deshalb, ich bin im Moment so bei 3 Sternen. Mir gefällt es gut, mir gefällt es sprachlich gut. Mir gefällt tatsächlich ein Aspekt sehr gut, den ich überhaupt nicht erwartet habe. Denn ich muss sagen, wenn man das hierhin liebt, habe ich mir gedacht, dass ich vielleicht eine Liebesgeschichte zwischen Hattie und dem Gutsbesitzer, dem jähzornigen Major Lockwood, entspinnt. Aber tatsächlich ist das nicht der Fall, denn es hat LGBTQIA+, ihr wisst, was ich meine, also queere Aspekte. Und das habe ich überhaupt nicht erwartet, das steht auch nirgendwo drauf. Ich sage das an der Stelle, es ist für manche vielleicht ein Spoiler, aber Ruth hat zum Beispiel in Goodreads eine eigene Kategorie dafür und das habe ich bei mir auch. Also wenn ihr in meinen Goodreads-Account schaut, in meine Bookshelves, dann findet ihr eine LGBT, da habe ich es richtig notiert. Ich kann mir das nicht merken, wann welcher Buchstabe kommt. Eine queere Abteilung, und da wird dieses Buch dann auch drauf wandern, weil ich einfach finde, dass, wenn es jetzt nicht zu hart gespoilert ist, es schön ist, wenn Menschen, die so etwas gerne lesen möchten, wissen, wo das drin vorkommt und wo es eben, ja, als normal nicht, weil es spielt eben zu Zeiten Anfang des Zweiten Weltkriegs, da ist das noch problematischer als heute leider offenbar immer noch für manche Menschen, komische Menschen. Aber ja, das mal so als Spoiler für manche jetzt vielleicht, aber ich finde, das kann man schon erwähnen. Ja, 3 Sterne, im Moment entscheidend ist das Ende, weil ich erwarte jetzt noch irgendwie ein bisschen mehr als das, was ich bis jetzt bekommen habe. Bis jetzt ist es ein solides, schönes Buch, was ich gerne gelesen habe mit so ein paar Aspekten, aber da werde ich dann im August Lesemonat drauf eingehen. Ja, das Buch The Travel Episodes war ja auch von Pick My Sub. Das sind lauter Kurzgeschichten, Reisekurzgeschichten. Ich habe ein paar gelesen, aber noch nicht lange genug, um zu sagen, ich hätte das Buch gelesen. Ich habe immer mal so mir 1, 2 rausgesucht, allen voran das Antarktis, die Antarktis-Geschichte. Fand ich ganz gut. Und auch so ein paar andere. Ist sehr gemischt, aber auch da nicht ansatzweise fertig gelesen, weiß ich auch nicht, wann ich dazu komme. Ich werde immer mal wieder reinlesen und eine Geschichte lesen und irgendwann wird es dann beendet sein. Ich finde es wirklich cool, dass es lauter Kurzgeschichten sind, sind auch schöne Bilder enthalten. Aber ja, das habe ich auch nicht geschafft. Nevernight, keine einzige Seite gelesen, ich hänge immer noch bei der Hälfte. Ihr seht, ich komme einfach nicht dazu, frei zu lesen. Das soll sich ändern, also das ist etwas, was ich als erstes beenden möchte eigentlich, wenn ich die ganzen anderen angefangenen Bücher beendet habe. Ich werde im September auf Reisen gehen, das heißt, ich werde dort nur mein Kindle mitnehmen, was wiederum bedeutet, ich fange da wieder ein Buch an.
dieses Buch werde ich ganz sicher nicht in meinen Rucksack mitschleppen. 2 Wochen durch die Toskana. Nein, ganz sicher nicht. Aber ja. Es wird noch beendet. Irgendwann dieses Jahr. Dann höre ich aktuell, das muss ich einblenden, weil es ein Hörbuch ist, den ersten Teil von Eragon von, ich glaube, Christopher Paolini. Oh, sehr gut, ich habe es mir richtig gemerkt. Das Vermächtnis der Drachenreiter. Mein Freund schwärmt da wahnsinnig von, der hat das als Teenager gelesen. Und Ramona schwärmt da total von. Und ich wollte es doch nochmal wieder mit Fantasy probieren, mit Jugendfantasy. Und ich muss sagen, ich bin so bei 27%, es gefällt mir sehr gut. Ich bin sehr gut in die Geschichte reingekommen. Es ist eben Jugendfantasy, das heißt, diese Welt baut sich, also was heißt das heißt? Zumindest schafft der Autor es, diese Welt langsam aufzubauen. Man wird da nicht so reingeschmissen mit 10 verschiedenen Völkern und dann gibt es dieses Dorf und das und der und dem und das ist die Hierarchie und Monarchie und was weiß ich. Das ist bei diesen ja, High-Fantasy-Büchern oder gerade Fantasy für Erwachsene, das ist mir oft einfach zu viel. Also das kann mein kleines Gehirn nicht verarbeiten und es macht mir dann keinen Spaß. Bei Eragon sind wir immer nur bei Eragon selber und wie er ja, ein Drachenei findet und rausfindet, dass er Drachenreiter ist und diese Welt, also es gibt dann auch noch natürlich ein Bösewicht mehr oder weniger und ein Abenteuer, eine Aufgabe und es ist so richtig klassisch Jugendfantasy, habe ich das Gefühl, die mir Spaß macht. Ich finde den Drachen auch cool und ich muss sagen, ich finde den Sprecher grandios. Und jetzt muss ich nochmal gucken, wie er heißt. Ich habe es mir nicht aufgeschrieben. Sekunde. Gesprochen von Andreas Fröhlich. Und ich habe mit Ramona gesprochen und ja, Andreas Fröhlich hat auch gesprochen, die Zamonien-Reihe. Nachdem Dirk Bach verstorben ist, hat er das weiter vertont. Und was hat er noch gesprochen? Den Gollum, genau. Also die Synchronstimme von Gollum. Nun ist das jetzt... Ja, das erkennt man meiner Meinung nach jetzt nicht, weil er spricht Eragon ganz normal. Aber er schafft es richtig, richtig gut, die verschiedenen Charaktere anders zu sprechen, ohne dass es klamaukig oder übertrieben wird. Er schafft es wirklich, denen eine andere Tonart reinzubringen. Also ich finde es wirklich grandios und an so jemandem merkt man halt wirklich, dass Synchronsprecher oder nicht Synchronsprecher, Vorleser, nein, wie heißen sie denn? Nicht Synchronsprecher. Hörbuchvertoner, wie heißt es denn? Ihr wisst, was ich meine, dass das einfach etwas ist, was man nicht einfach so kann, sondern ist ein, ich weiß nicht, ob es eine Ausbildung zu gibt oder ob das eine Schauspielausbildung dabei hilft, ganz sicher wahrscheinlich. Auf jeden Fall grandios vertont, macht richtig viel Spaß und ja, das wird mich ganz sicher im September noch begleiten, bevor ich dann den nächsten Nightingale-Band starte. Das ist also mein Currently Hearing. Und dann habe ich noch eine fantastische Leserunde. Ich habe das in meinem neuen tollen Buch, wie heißt es denn? Buch-Dingens. Ich habe so ein Bucheinband schon aus Stoff, aber für da gibt es S, M und L. Und meins, was ich bis jetzt hatte, war glaube ich für S-Bücher, also für kleine, schmale Bücher. Das hat nicht so oft gepasst, weil das hier ist ein ordentlicher Klopper, ein Hardcover. Deswegen habe ich mir so einen großen jetzt mal geholt, damit ich die Hardcover auch ohne Schutzumschlag lesen kann, ohne dass sie, ja, es hat nämlich, das ist nämlich schwarz und hat schon so Patzer drauf. Hole ich jetzt nicht raus. Und das fand ich sehr schön, habe ich bei Amazon bestellt. Gibt es aber wahrscheinlich auch im Buchhandel. Müsst ihr nicht beim bösen A bestellen, aber ich wollte es jetzt endlich haben und ich kam nicht im Buchhandel. Und ich habe bei den Bookfriends nicht dran gedacht, da vielleicht mal zu schauen. Das hier ist Finderlohn, der zweite Teil der Mr. Mercedes-Reihe von Stephen King. Und das lese ich gerade mit dem Basti zusammen von Belletristik Basti. Meine letzte Leserunde, mein letzter Buddy-Read dieses Jahr. Ja, das klingt hart. Aber so ist es und es macht riesig viel Spaß. Ich muss sagen, bis jetzt gefällt es mir sogar noch einen Hauch Tick besser als Mr. Mercedes. Mr. Mercedes hat 4 Sterne bekommen. Ich war sehr überrascht. Da geht es ja um Bill Hodges, den Ermittler. Und bis zu einem, ich glaube, bis zu den ersten 200 Seiten tritt er noch gar nicht in Erscheinung, sondern da geht es um einen Autoren, der bei einem Raubüberfall ermordet wird und seine Notizbücher werden geklaut und die werden verbuddelt. Und viele Jahre später findet ein Teenager die. Ja, und dann sind das erstmal 2 Zeitstränge, die wir erzählt bekommen und das fügt sich dann so zusammen und Bill Hodges kommt irgendwann auch noch drin vor. Richtig gut, da passiert ordentlich was. Es hat
ja, Stephen King-Vibes, wobei er hier nicht so krass ausführlich wird wie in anderen Büchern. Es hat zwischendurch mal so ein, zwei Kapitel, die mir ein bisschen ein paar Längen hatten, aber im Großen und Ganzen kam dann wieder eine richtig coole Szene und es geht ordentlich her hier in diesem Buch. Ich freue mich auch schon riesig. Ich werde heute Abend den vorletzten Abschnitt versuchen zu lesen, spätestens morgen, dass wir dann nächste Woche, wenn ich aus meinem Wochenendurlaub wiederkomme, das Buch beenden können. Dann wird das mein erstes gelesene Buch im August. Und ja, ich will mit dem Basti auf jeden Fall Band 3, den Mind Control, dann auch lesen, aber das wird dann erst nächstes Jahr was, weil ja, keine Leserunden. Oh, da blutet mir echt das Herz. Aber ja, man kann halt nicht alles machen. Der Tag hat nur 24 Stunden. Und ja, ich liebe das Buch. Es ist echt cool. Es macht richtig Spaß. Also endlich mal ein King, der mir sehr gut gefällt. Was nicht bedeutet, dass ich jetzt plötzlich anfange, King-Bücher zu lesen. Nein. Ich werde noch Mind Control lesen und ansonsten mal schauen, mal schauen. Und zum Thema Filme, Serien und Podcast kann ich nur sagen, einen Film haben wir geguckt. Und zwar, achso, ich habe im Kino einen Film geguckt. Zwei Filme sogar. Fast and Furious 9 und Suicide Squad 2 eigentlich. Aber es heißt The Suicide Squad, glaube ich. Der andere hieß nur Suicide Squad. Auf jeden Fall den zweiten Teil davon. Und ja, endlich mal wieder Kino. Es hat einfach viel Spaß gemacht. Beides Filme, die man nicht ernst nehmen sollte. So gar nicht. Aber ich hatte Spaß dran. Coole Musik. Beide Filme, sehr coole Musik. Und ich mag solche Filme einfach im Kino gucken. Ja, und ich freue mich und hoffe, dass uns das Kinoerlebnis weiter ja, bestehen bleibt, gerade jetzt so Herbst, Winter. Und dann haben wir bei Amazon Ready Player One kaufen müssen, weil kein Streamingdienst es kostenfrei hatte. Aber ich hatte so Bock, Ready Player One nochmal zu schauen und ich fand es auch wieder großartig und jetzt habe ich noch mehr Lust bekommen, das Buch zu rereaden bzw. mir das Hörbuch anzuhören. Das steht auch auf dieser riesigen Liste mit Dingen, die ich lesen, hören, was auch immer möchte. Ja, und das war mein Lesemonat August. Wir haben jetzt September, heute ist der 1. September, wenn ich das drehe, soll am Samstag online gehen. Deswegen werde ich jetzt noch ein anderes Video drehen und dann mache ich mich ans Schneiden. Wenn ihr das seht, habe ich es offensichtlich geschafft. Und ich wünsche euch einen schönen Tag, Mittag oder Abend. Gebt dem gerne einen Daumen hoch, lasst ein Abo da, wenn ihr Lust habt auf weitere Videos von mir. Und das war's. Bis dann, macht's gut. Tschüss.